Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Meteen 2.de Azrael. Ja, ich habe mal wieder was für euch zusammengekartet. Unter anderem seht ihr gerade, ich versuche meine Ziele wirklich zu erreichen für dieses Jahr. Das heißt, ich muss ein paar FBs exen, weil Daily Leasen bringt jetzt nicht mehr so viel. Muss aber auch sagen, auf dem Markt habe ich ja auch schon erwähnt und so, ist es ziemlich schwer, genügend FBs zu bekommen. Und da seht ihr auch gerade, ich habe vorbereitet ein paar Schlangenversuche, Schlangendolchversuche. Die werden wir jetzt gleich machen. Ich würde jetzt hier gerne am Anfang vom Video aber noch sagen, Leute, abonniert gerne den Kanal, dann werden euch nicht nur die Videos vorgeschlagen oder so, sondern landet auch in der Abo-Box, ist gut für den Algorithmus und so weiter. Kann man ja alle 20, 30 Videos mal sagen. Und wenn ihr den Content kostenlos unterstützen wollt, dann benutzt gerne meinen Affiliate-Link oder fragt mich nach Tiger Ghost Codes, damit könntet ihr mich kostenlos unterstützen. Und dann würde ich sagen, wir legen los mit dem Video. Let's go! So Leute, wir sind in Tempel und haben nochmal 10 Versuche, um Schlangendolche herzustellen. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los mit 10 Versuchen. Zack, zack, haben alles mit dabei, Gott sei Dank auch genug Yang. Und ja, erste Paar Dolche hergestellt, zweite Paar, dritte hat gefailt. Gönn uns wenigstens die 5, komm schon. Ach du meine Güte. 3. Es sind nicht mal 5. 30%. Aber ist ja egal. Es müssen ja nur ein paar gut sein. Aber 2 Versuche haben wir halt weniger, ne? So, dann schauen wir mal. Orks, perfekt. Beste Dolche ever. Tiere. Noch besser. Komm schon, gönn. 4 DSS, 2 Monster. Bitte. Ja gut, Leute. Teure kurze Aufnahme. Aber was willst du machen? Müssen wir durch. Ist halt so. Müssen wir durch. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. So, Leute. Wir machen einen kleinen Step Richtung Meilenstein. Und zwar ist unser Alastor jetzt mittlerweile Level 100. Braucht noch ein bisschen Item XP für 101. Ich habe jetzt geguckt, im englischen Wiki ist das, glaube ich, und zwar Monsterjäger sollte jetzt mit 101 nochmal 1% hochgehen. Von daher schauen wir einfach mal. Und dann muss er noch auf 104, um die letzten Prozente zu bekommen. Zack, hab nicht aus Versehen meine Dolche verfüttert und da ist es soweit. 1% haben wir drauf bekommen. Das ist nochmal ein bisschen mehr Damage und Bersi Drill ist dann auch nochmal 1% mehr. Kurze Sache noch, und zwar habe ich noch diesen Alastor, der steht zu verkaufen, den mache ich auf jeden Fall noch gerne auf Level 90, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn ihr daran Interesse habt, einfach mal eine PN schreiben und ja, vielleicht bekommt ihr ihn ja. Ich mache einen kurzen Cut, bis gleich. So Leute, der zweite nachkommentierte Part und ja, ich setze mich weiter daran, möglichst alle Skills hochzubekommen. Hinterhalt und Blitzangriff sollte gar kein Problem sein, aber schleichendes Gift und Tarnung ist ziemlich schwer. Ich bin schon immer auf dem Markt angucken und so, habe ich ja auch schon öfters erwähnt. Wir müssen jetzt aber noch klären, was passiert, wenn ich das dieses Jahr nicht mehr hinbekomme, auf P zu bekommen. Da müsst ihr mir auf jeden Fall ein paar Strafen in die Kommentare schreiben, Sachen, die entweder nervig sind oder irgendwie was für die Community sind oder sonst irgendwas. Und ja, schreibt bitte nicht, dann mach eine Giveaway mit deinem Equipment oder sowas. Das wird ja gar keinen Sinn machen. Von daher gerne Strafe mal in die Kommentare schreiben. Ich versuche aber mein Möglichstes, um die nicht machen zu müssen. Aber wenn ich es nicht hinbekomme, muss ich natürlich bestraft werden. Und wir machen weiter mit dem Video. Let's go. So Leute, wir befinden uns gerade in der Grotte 3 und sind am Leveln und der eine oder andere wird schon gesehen haben. Level 16 haben wir erreicht, ich habe leider das Level Up verpasst, um 1% habe ich es verpasst, aber was soll's machen. Ja, ich denke Level 17 werde ich nicht mehr schaffen, weil die Kostüme halten nicht mehr so lange mit den Set-Boni und so weiter. Aber zusammen mit X-Impf geht das super, super flott. Der Junge ist schon Richtung Level 30, ist gerade Level 28, da seht ihr ihn. Also, davon sind wir meilenweit entfernt, aber der Junge, der zieht durch und ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Cut, damit ich das Video hier fertig bekomme. Kurzer Cut. So Leute, wir befinden uns beim Alchemisten. Wir haben ja noch unser Jahresziel von Onyx.
Bisher haben wir diesen hier gehabt, und zwar einen Brilli mit Widerstand DB, Nahkampf reflektieren und abblocken. Da wollte ich mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen mehr dafür bekomme als ein Blanker. Sollte eigentlich auch machbar sein, und dann werde ich davon halt mythische kaufen. Aber ich habe ja gesagt, pro Folge appen wir zwei mythische. Und das machen wir doch jetzt mal ganz flott. Vielleicht kriegen wir ja was Gutes drauf auf den klaren. Der ist da bestimmt sehr viel mehr wert. Aber wir schauen einfach mal. Wir haben klaren hinbekommen. Nice. Und der ist komplett blank. Eventuell ja beim nächsten Mal ein zweiter klarer und dann direkt wieder Richtung Lupenrein. Lupenrein hatten wir ja Glück mit. Und ich würde sagen, wir machen wieder einen kurzen Cut. Bis gleich. So Leute, wir befinden uns auf dem Plateau. Ah, im Hintergrund sehe ich gerade irgendein Crapture. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt ein kleines Opening machen. Und zwar, ihr habt ja gesehen, ich habe ein bisschen gelevelt. Und habe dafür ein paar Muscheln hier aufgesammelt. Das sind jetzt 50 Stück an der Zahl. Habe zwar ein bisschen mehr gesammelt, aber ihr seht, ich habe ein bisschen wenig Young. Deswegen werden wir jetzt nur 50 aufmachen. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir hier mindestens 5 Weiße rausbekommen, Kappa. Wir schauen einfach mal, dafür mache ich aber noch hier, zack, und wir legen los mit Steinstücken, wie soll es anders sein? 50 Muscheln könnte gerne eine Perle rauskommen, irgendeine wäre schon, aha, eine rote, ja, die ist tatsächlich am zweitmeisten wert, hey, eine blaue Perle, die ist am wenigsten wert, und jetzt eine weiße, komm schon, Jung, gönn noch eine weiße. Gönnt noch eine Weiße. Es ist noch eine Weiße. Alles bestens. Drachengott gönnt. Wir haben jede Perle gedroppt. Damit können wir uns definitiv zufrieden schätzen. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. So Leute, wir befinden uns im Eisland. Und hier kurz eine Warnung. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die jetzt an. Ansonsten wird das hier ein Spoiler werden. So, legen wir los, und zwar sind wir in Eisland, denn ich möchte mein Eistaliappen. Welche Map kann es sonst dafür geben? Beim letzten Mal hatte ich ja 5 magische Steine vorbereitet für den Wams, den wir aber mit einem magischen Stein auf 15 gehabt haben. Zumindest einen in der Folge. Und ja, dieser nicht handelbaren, die will ich jetzt noch verappeln. Und zwar auf den Eistalisman. Wäre natürlich geil, wenn mit 2 magischen eine Stufe hochgeht. Das wäre nice, wir versuchen es einfach mal. 3, 2, 1 und fehlgeschlagen. Ja, nicht schlimm. Aber irgendwann müssen wir den auch mal so Richtung 27 bekommen. Das wäre auf jeden Fall nice. So, wir versuchen es einfach nochmal. Tu es 3, 2, 1 und der Tali, der will nicht. Da hatte ich ja vor Ewigkeiten schon mal ein paar magische draufgezogen, aber da wollte er auch nicht hoch. Was willst du machen? Irgendwann ist er auch mal so hoch wie der Feuer-Tali. Da habe ich ja die Hoffnung, dass er irgendwann noch mal richtig viel wert wird, weil wenn man mal so in die Vergangenheit blickt, der Schlangentempel war Wind und Erde, der Alastor ist Blitz und Eis. Eventuell, ich habe jetzt noch keine Background-Infos oder sonst irgendwas, eventuell ist ja der nächste Run Dunkelheit und Feuer. Man weiß es nicht, man kann es nur hoffen, und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut. Bis gleich. So Leute, wir befinden uns im Outro vom Video, aber wir machen noch eine kleine Sache zusammen. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf meine Skills gehe, dann seht ihr, Hinterhalt M10. Ich meine, da fehlt nur noch ein FB. Von daher versuchen wir das Ganze mal. Zack. Wähl. Fehl. Ey, wir. Aha! G1, da haben wir es geschafft. Hinterhalt G1. Mit einem Char, der schon verdammt lange besteht. Das ist sowas von Meilenstein, Kappa. Nee, aber da haben wir eine Fähigkeit auf jeden Fall mehr, die wir lesen können. Wir lesen jetzt hier direkt mal einen Seelenstein. Leider fehlgeschlagen, aber das kann ich jetzt nebenbei machen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Ich bin raus. Bis denn. Grüße, Fossi.